Call of Duty World War II. Ja, wir sind wir gerade bei der Mission Hügel 493. Schon langsam geht es dem Ende zu. Gut, geht relativ schnell. Auch da werde ich euch wieder die Erinnerungen holen. Ob ich die Heldentaten, das auf die lege ich es nicht an, aber wenn ich finde oder sehe, sagen wir so, mache ich die auch. Bei zwei habe ich, eins habe ich komplett versaut, da mit den Scharfschützen vorhin im vorigen Video und einmal in Notre Dame. Entweder habe ich nicht gesehen oder es ist einfach nicht gekommen. Wurscht. Mit sagen, dann starten wir. Viel Spaß, Leute. Ja, fortsetzen. Dog 1-6 mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Packen! Sofort! Dranbleiben! Na los! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels! Ich schätze, darüber sind wir hinaus! Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Kontakt! 10 Uhr! Sie kommen aus dem Westen! Rücke vor! Deutsche Truppen! Kontakt! 2 Uhr! Muss nachladen! Im Nordwesten! Sie gehen aus der Deckung! Deutsche! Halt Aktivität! Keinen Weg drumherum! Wir müssen auf diesen Hügel rauf! Unten bleiben und vorrücken! Ziel auf Heldur! Hab ihn erwischt! Muss nachladen! Wir müssen zu unserem Trupp vorrücken! Granate geworfen! Auf diesen Hügel rauf! Unten bleiben und vorrücken! Muss nachladen! Sie gehen aus der Deckung! Okay.
habe ich ja gar nicht. Ausgeschaltet! Nur noch zwei Schützen! Ah! Nicht nachlassen! Deutsche in unserer Nähe! Ja, die Köpfe unten halten! So, bereit für Munition! Halte durch, Kumpel! Weiter! Bin leer! Lade nach!
Halte durch, Kumpel! Ausgeschaltet! Halte durch, Kumpel! Achtung! Bring mich in Deckung! Schön, dich zu sehen, Kumpel! Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant! Daniels, sag, wenn du bereit bist! Den Kopf runter und los! Daniels, Sie müssen den MG-Bunker zerstören! Vorrücken! Los, los, los! Deckung, Feuer! Feuer gestört! Sag mir, wenn ich vorrücken kann! Die Yankees wollen auf! Davon! Den Kopf runter! Und los! Los, Granate!
Feuer unterdrückt! Nicht weiter! Los! Weiter! Dreckiger Yankee! Der Yankee muss unterdrückt werden! Sag mir, wenn ich vorrücken kann! Deutsche in unserer Nähe! Lass mir unterdrückt! Kann ich nicht mehr vorrücken! Da fest! Hupf doch drüber, du Vollidiot, du! Den Kopf runter und los! Das MG weiter unter Druck setzen! Vorrücken! Los, los, los! Deckung, Feuer! Da Feuer geben! Das MG ist ruhig! Und nicht weiter! Das ist deine Chance! Ja, Feuer! MG unterdrückt! Kann ich dich erfolgen? Los! Ziel auf 12 Uhr! Das MG muss unterdrückt werden! Army. Deutsche kommen aus den Gräben! Sie sind ungeschützt! Ab! Ab! Den Kopf runter und los! Das MG muss unterdrückt werden! Deckungsfeuer! Deutsche! Parker muss vorrücken! Das MG unterdrücken! Granaten und Rauch für dich, Daniel! Die sollten reichen! MG unterdrückt! Kann ich weiter! Amerikanische Infanterie! Da Feuer geht! Bewegung, na los! Rücke vor, auf Deckung! Feuer! Da Feuer geben! MG gibt erst mal Ruhe! Sag mir, wenn ich vorrücken kann! Die Yankees wollen ausbrechen! Kontakt 12 Uhr! Direkt voraus! Hey, Sie müssen den MG verledigen! Gewehre bereit machen! Kann der nicht verbrechen? Der ist tot! Gib dem Deckung, damit er den Bunker angreift! Es gibt Fischer!
Kopfgranate geworfen! Kann. Los! Okay, brauche Deckung! Daniel, Sie müssen den MG-Bunker zerstören! MG unterdrückt! Los, der Kanal von links! Das ist deine Chance! Weiter! Da vorne! Deutsche in unserer Nähe! Feuer auf das Jagd hin! Gesichert! Rein da! Und ihr habt sie schon eingesammelt, ohne dass ihr beim Kontrollpunkt wart. In den Bunker! Sofort! Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Die 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Daniels, öffnen Sie die Tür. Okay. Ich hab ja eine Waffe verloren! Mehr Munition, Daniel!
Position, Private. Feinde ausgeschaltet! Daniel, bringen Sie das Termit an! Köpfe runter! Yankee-Schweine! Hier ist Munition! Bunker, die Reife raus! Da vorne sind noch mehr Kanonen! Weiter! Hier, Private! Das ist es! Die letzten 150er! Ausrüstung ist überall! Ich kann die Hilfe gebrauchen! Hier! Das Gebiet sichert! Bewachen das 150er!
verschaltet! Die letzten Kanonen ausschalten! Da sind noch zwei Kanonen! Machen Sie ihn hier auf unserem Kontinent. Hä? Nicht alle am Arsch lecken, verfluchten amerikanische Schweine. Scheiße! Mich am Arsch, du Schwein. Ich hab doch direkt den Kopf geschossen. Ich wehre sie ab! Wir müssen gehen! Los!
war mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Rückzug! Sergeant! Los! Na los! Los, ich sag nur Rückzug! Das war ein Befehl, Junge! Geht! Sir, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. So, das war's mit der Folge. Und mit der Mission auch. Erinnerungen haben wir alle drei wieder geholt, aber leider eine Heldentat wieder nicht gefunden oder keine Ahnung. Macht doch nichts. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Die heißt dann auch denen offensichtlich. Dann noch 1, 2, 3 und dann läuft es schon. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.